Also, was stimmt das? Ja. Okay, Ich sag nichts. Gut. Ha! Oder vielleicht. Willkommen zurück zu Let's Play GTA Online. Yeah. Ja, wir wissen's. Hallo, wir spielen eine Mission zu Lande und noch irgendwas in der Luft und. Und? Irgend noch was? Auf dem Wasser wahrscheinlich. Hallo Daniel. Geh einfach zu dem. Ich düse einfach mal los jetzt hier. Geiles ich hatte, Auto hat er. Ich saß schon im Auto drin, deswegen. Ja, mein Auto war wie immer nicht da. Wir sollen zum Dach im westlichen Hafen. Ist eine Mission für Lester. Oh. Aber ich glaube, die habe ich schon mal gemacht. Ja, ich glaube, die haben wir schon mal zu zweit gemacht. Ist okay. Es das, wo der eine aufs Dach muss und der andere auch, aber der eine muss snipen und der andere muss... Oh nee, oder? Das war doch voll mies, oder? Ich fand es eigentlich geil, es war halt schwer. Ja. Und das wir haben das nur zu zweit gemacht auf normal. Ja, wir haben da 3 Versuche oder so gebraucht. Ja. Und da mussten wir ja noch wegfliegen irgendwie. Und da war ein Gang. Ah, ja, stimmt. Und das war schwer, aber das war genau. Dumm. Ja. Ja, wenn wir jetzt hier zu 14 sind und die sind ja auch nicht schlecht, die Jungs, dann. Kann das eventuell ganz okay werden? Hatten wir das in der Aufnahme? Nee, ich glaube nicht. Haben wir das nicht aufgenommen? Ich glaube, wir haben das einfach so gemacht, um zu leveln halt. Ja, stimmt. Gut, stimmt. Dann kennt ihr das so nicht. Haben die Voice Chat an? Ich höre Stimmen. Ich höre keine Stimmen. Außer die aus meinem Wohnzimmer wahrscheinlich. Okay, es sind vielleicht draußen Leute wieder. Ich höre das halt nicht so. Das hat mich eben auch gewundert. Wir haben eben Battleblock aufgenommen und es hat mich gewundert, dass du draußen Leute gehört hast. Die haben du nicht? So, nee, die habe ich nicht so wirklich gehört, weil ich Kopfhörer an habe. Und das sind ja so Kopfhörer, die komplett ums Ohr sind und ich höre mich fast selbst nicht reden. Ja, außerdem hast du momentan Problems mit deinem Ohr. Ja, es ist aber besser, als ich höre wieder mehr als vor gestern. Ich glaube, das war gestern gut, dass ich da im Stadion war. Wir waren Fußball gucken in Stuttgart. Und da war mega laut irgendwie. Wurde mein Ohr dann wieder ein bisschen freier. Ich fand es fast ein bisschen schlimm. Dass es zu laut war? Ja. Ja, es war halt im Fanclub, ist klar, dass es so laut ist. Es war sehr aufreibend. Ja. So. Es war sehr lustig, weil da war ein Krokodil. Es war echt ein Krokodil. Ein echtes Krokodil. Nee. Also man weiß es nicht. Es sah sehr echt aus. Es war im Fernsehen, Digga. Aber ich glaube... Die haben eine Dokumentation gezeigt. Kann sein, dass es doch was anderes ist. Was macht der eigentlich? Ich will jetzt hier mal auch mal spielen. Der fährt die ganze Zeit. Bist du schon da? Ja, ich kill hier schon ein paar Wixes. Okay. Wixes. Wixes. Ah, da ist ein Dach. Scheiße, Mann. Da ist ein Dach? Scheiße, Mann. Ich hätte mir Munition kaufen sollen. Wie dumm. Ich habe mir ja vor kurzem Munition in GTA 5 gekauft. Ich habe nach einem Jahr mal Waffen getuned in GTA 5. Ich dachte, das geht nicht. Geht nur in GTA Online. Voll dumm. Aber an die Stelle kann ich mich erinnern. Da muss man irgendwie aufs Dach und dann irgendwas klauen. Ja? Aber ich. Ja. Hier die Leiter hoch, das haben wir schon mal gemacht. Zu zweit. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, wir müssen eine Heli oder so klauen. Ja. Aber es ist halt dumm, dass ich jetzt fast keine Muni mehr habe. Das ist voll kacke. Gab's eigentlich von der Resonanz her, gab's viel, hast du viel gelesen, konntest du die Kommentaren wegen den, Wegen Scheiße bauen, also irgendwas machen? Ja, genau, richtig. Ich glaube, da haben viele kommentiert, dass die nichts dagegen hätten, wenn wir mal so rum. Haben wir auch gemacht, also die letzten Parts. Ich habe ja neue Kleider, falls du dich noch dran erinnern kannst. Ja, klar, da war ich, da waren wir getrennt, da war ich nicht bei Ihnen, Sir. Ja. Und Heli, doch, dann warst du nochmal bei mir und dann. Ja, und diese ganzen gemoddeten Maps. Ja. Das war ein Spaß, sage ich dir. Genau, aber irgendwann wurde es dann auch langweilig, weil es irgendwie immer das Gleiche war. Ich hatte voll den Lauf, Mann. Ja. Aber ich habe auch ein paar gewonnen. Aber wir werden das jetzt so, denke ich mal, ein bisschen abwechseln. Also. Ja, gerade mit diesen Custom Maps, das ist ja mehr so der Witz dabei, denke ich. What the fuck? Und es ist ja nicht mehr lang, dann kommt das Ganze ja für den PC raus, nicht wahr? Ja. Wer ist das? Also, ja, im Januar soll es, glaube ich. Richtig. Ich will ein Heli. Können uns das ja gegenseitig zu Weihnachten schenken. Könnten wir machen. Ah. Scheiß Professor. Komm, bitte. Bitte, der gewinnt. Hä? Oh, Alter. Ich hab ein Heli. Warum bist du schon auf dem Dach, Alter?
ich bin da leider hoch. Der ist da hingefahren und dann... Was muss ich jetzt eigentlich machen? Heli klauen, aber ich glaube, da sind nur zwei und die sind jetzt schon beide in der Luft. Ich bin jetzt einfach geflogen, ja, weil ich wurde abgemetzelt, also... Ist ja geil. Ja, hier bist du rum und sammel Geld ein und... Ja. Ich krieg ja sowieso noch Geld, wenn die Mission vorbei ist, weil ihr schafft... Ich bin einfach gelaufen, wurde die ganze Zeit abgeschossen, ein paar Leute gekillt. Einfach mal laufen, schöne Aussicht hier. Entschuldigen Sie bitte. Kein Problem. Hast du jetzt auch Husten? Nö, das ist nur ein klein so wenig. Wenn man mal vier Stunden am Stück schnarcht, dann ist der Hals ein bisschen mitgenommen. Du kennst das. Ich wollte lachen, das ist immer das Schlimmste. Ich wollte lachen und musste dann husten. Ach doch, hier habe ich mal voll versaut, die Stelle, beim Landen. Da hast du mich voll ausgedacht. Ich hab dich nie ausgedacht. Nee, nicht ausgedacht, das war bitter, weil wir lange dafür gebraucht haben. Und dann habe ich es am Ende verkackt. Wir haben es sau lange gebraucht auf dem Dach. Hier? Ich kann mich echt nicht erinnern hier. Das mal gemacht. Fuck, das sind ja Leute. Warum schießt der? Willst du mich verarschen? Wer schießt denn da? Auf mich wird auch geschossen. Aber wer und von wo? Perfekt. Ich glaube, das war's. Jo, ja, lässig. Cool. Verstanden. Das war ja easy. Ohne Elektroschocker. Das war ja easy. Hashtag Schmajo. Schmajo? Hashtag Strohhalm. Ja, boah. Wenn wir berühmt wären. Berühmt. Also große Let's Player und so. Wenn die irgendwas auf Twitter schreiben, ja, so Hashtag, das setzt sich voll durch und dann Hashtag ist das Mäusitz deutschlandweit in den Twitter-Trends ganz oben. Nur wie die das kurz mal erwähnen. Und deshalb kann sowas leider noch nicht durchsetzen, so Schmajo oder Hashtag Strohhalm. Das blickt halt keiner. Ja. Die wollen anscheinend... Was? Oh, lass mal das oben in der Mitte machen. Ich glaube, das ist ein Rennen mit Daedalus. Helis. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Doch. Also ich hab's noch nicht. Also wir haben schon mal eins gemacht. Ja. Aber das war nicht von Rockstar erstellt und da war auch kein Häkchen. Oh. Ich musste mir ein Update ziehen oder wir mussten uns ein Update ziehen, dieses... Last Team Standing. Ja. Da gibt's irgendwas Neues. Das haben wir aber sehr selten gemacht, weil das nicht so unser Ding war. Ja. Ja. Und vielleicht machen wir das dann irgendwann noch. Ja. Richtig. Du bist Host. Da musst du einstellen. Ich stelle ein. Ich kann dir gar nicht einstellen von wegen. Ah, doch, da oben. GTA, oder? Ja, das. Ja. Ja, mach GTA. GTA, das wird. Das wird sehr schmajo-mäßig. Es wird sich so durchsetzen. Oder es wird mich irgendwann selbst nerven. Ja, Schmajo, ist schmajo-mäßig jetzt gut oder schlecht? Weil das kann Schokolade sein. Mit Mayonnaise schmeckt bestimmt voll scheiße. Ja, aber es geht ja, keine Ahnung, du kannst sagen, der Typ ist Schmajo, wenn du den cool findest, und kannst aber auch sagen, was ist das wie für ein mies. Schmajo? Und er weiß aber gar nicht, ob es ist gut ist oder schlecht. So. Genau, boah. Das ist wie, wenn man jemand als Nutte beleidigt. Man kann, ja stimmt, man kann die auch gut finden. Genau. Krass. Boah, du bist ja eine coole Nutte. Das war jetzt... jetzt voll dumm. Ja, ich weiß, aber... Irgendein Wort kann man doch für beides verwenden. Als positiv, ja gut. Ja, Drecksau. Ja, aber stimmt. Ja, war mal, da bin ich jetzt drauf. Was gekommen, eine Drecksau, so kann eine geile Tussi sein oder halt mega, ja. War mal bei TV Total, als Rihanna zu Gast war, da hat er irgendwas Drecksau versucht zu übersetzen ins Englische. Ah ja, und stimmt. Da sagt Drecksau im positiven Sinne. Wenn man sagt, ey, du Drecksau, also will man die geil finden. Ja, stimmt. Genau. Schwierig, habe ich aber glaube auch gesehen. Ich glaube, das hat sie aber nicht geblickt. Da stand er mal wieder so wie so oft auf dem Schlauch. Ja. Der Raab, du. Genau. Dieser Raab. Hast du eigentlich bestätigt? Ich habe hier einige eingeladen. Ich weiß nicht, aber zu zweit ist halt wieder mies. Ja. Und da gerade eben jetzt so viele halt reinkamen, so plötzlich habe ich gedacht, ich warte jetzt einfach mal ein bisschen. Ach so. Ja, aber. Was? Da hat der was mit Ernstfeind wieder gestanden. Ja, gut, dann müssen wir alleine. Toll. Ja, oder? Wir warten ein Sekündchen noch. Eins. Einer abgelehnt, beschäftigt. Oh. Ich lasse jetzt halt noch einmal die Minute laufen. Okay. Dann kannst du ja mal erzählen, was es so Neues gibt. Ja, wir waren im Stadion und haben uns Stuttgart gegen Leverkusen angeschaut.
Ja. Und als wir vorm Stadion standen, hat er ganz gemeint, boah, ich gönn mir gleich noch Pommes. Ja. So richtig fette Pommes mit Ketchup und Schmayo. Ja, genau das wollte ich auch sagen. Ja, das war der Hammer. Schmein. Das Spiel an sich auch eins der geilsten, die ich je gesehen habe. Ja, übertrieben Stimmung. Also jetzt nicht so ein erst 1-0, dann 1-1, dann 2-1, dann was ich, sondern es war eine Klatsche, eine richtig krasse Klatschen, erste Hälfte, 3-0 für Leverkusen. Alter, da kommt keiner rein, gell? Das wird mega langweilig. Egal, mach einfach. Das ist gut, ich habe ja nichts im Vorrat, also der Part kommt dann morgen oder übermorgen. Ah, ist aber also es war jetzt am Wochenende. Richtig. Das Spiel Stuttgart gegen Leverkusen. Ja, wenn ihr Fernsehen guckt, ich glaube, da mache ich, vielleicht lade ich da noch kurz was zu hoch. Ich habe da so ein bisschen was gefilmt. Jedenfalls war dann eben die mega Klatsche erste Halbzeit und wir waren im Leverkusener Fanblock, weil der Andi eben Fanblock als Fan ist von Leverkusen. Genau. Und im Block wohnt auch. Und es war dann halt echt so, dass man dachte, okay, das ist rum. Nächste Halbzeit wird doch geiler so, weil sie jetzt nochmal auftreten so oder keine Ahnung. Aber dann kam Stuttgart halt zurück und da war Action pur. Beim 1-3 war es noch mehr so ein, jo, jetzt machen sie eins und freuen sich noch so. Und der Stadionkommentator hatte die ganze Zeit gesagt so, es steht, also der war ja mega parteiisch. Ja, natürlich. Es steht, Wichser. Hallo. Wie steht? Es steht 3-1 und das ist gut so. Und eigentlich war das voll dumm so. Alter, wie lange muss ich eigentlich warten? Oh Gott. Du hast quasi schon gewonnen, Alter. Ich bin mega weit weg. Ich bin am Start nicht so schnell losgeflogen, damit ich hinter dir bin. Ja, es war schlau eigentlich. Ich habe jetzt nicht gerafft, dass wir direkt quasi Waffen haben. Ich musste mega lange warten. Und fahr auch noch an dem Ding vorbei. Oh Gott. Du hast schon gewonnen, Digga. Wie viele Runden sind es? 4. 4? Okay. Oh fuck. Ja gut, ich kann ja auch Fehler machen. Was für Fehler? Ja, gegen eine Brücke. Ich bin gerade eben mega gestorben. Bist du gegen eine Brücke geflogen? Nee, fast. Bin gerade eben mega gestorben. Bin schon an einem Checkpoint vorbeigegangen. Also das, wenn du da jetzt echt... Wenn du da jetzt nicht mega kacke baust, dann hast du das Ding im Sack. Cool. Ist mir gerade scheißegal, ob es langweilig ist, Hauptsache ich gewinne. Dann kannst du nämlich sagen, der gewinnt. Ja. Dann muss ich es nicht immer machen. Willst du es nicht mal, also irgendwie mal reinschneiden, dass die Leute wissen, woher das kommt eigentlich? Dann müssen sie Zocknudel-Videos angucken. Ja, jeden Freitag übrigens auf meinem Kanal ein sogenanntes Zocknudel-Video und jeden Samstag auf dem Gonstein-Kanal. Woher das kommt, ich glaube, chill mal. Oh, fuck, fuck. Fast vorbeigeflogen, weil ich genießt habe. Es weiß gar nicht jeder. Aber wir hatten vor kurzem mal ein Projekt gestartet. Ich erkläre es einfach ein bisschen. Und zwar haben wir zusammen mit ursprünglich noch mit drei anderen, mit dem Ignoti, dem Mr. Faster und dem Mr. Rocket, noch einen Zweitkanal gestartet, auf dem wir eben so Special-Videos machen mit viel Schneiden und viel Effekten und so. Einfach mal, um uns ein bisschen auszuprobieren, um was Geiles zu starten, so PewDiePie-Style-mäßig so. Sollte halt eigentlich richtig geil werden, so ist es auch geworden, finde ich, aber es hat halt nicht die Resonanz gekriegt, die wir uns erhofft hatten. Und der Kanal hieß eben Zocknudeln und und jetzt haben wir es halt eben auf unsere Kanäle übernommen, deswegen heißt es halt immer noch Zocknudel-Videos. Genau. Finde ich aber eigentlich auch gar nicht schlimm, kann man ruhig beibehalten. Ja. Und die kommen eben, wie gesagt, bei mir freitags, beim ganzen Samstags. Ja, jetzt kam am Wochenende nix, weil ich keine Zeit hatte und davor ja auch krank war und so. Ja, gut, genau. Hätte ich trotzdem Stein finden, aber... Kommt dann wieder am nächsten Samstag. Die sind immer ganz lustig, ein bisschen verrückt und. Ganz lustig, bringen wir halt viele Insider, die wir dann auch in GTA Online und so die ganze Zeit labern. Wie beispielsweise der gewinnt! Genau. Oder ich bin Team Blau. Obwohl wir das gar nicht mehr so oft sagen, aber immer noch sehr oft reinschneiden. Es ist immer aktuell. Boah, ich habe gerade den Boden geschleift, wie hart war das? Aber das wird mega lange gehen, das Rennen. Das sagte ich bereits, ja. Ja, vielleicht... Die Runden sind ziemlich lang auch, ziemlich groß. Ja, wir haben jetzt schon 15 Minuten gleich. Und immer noch in der ersten Runde. Vielleicht wird das erste Rennen sein, das Daniel aufgibt. Man weiß es ja nicht. Weil ist ja jetzt schon aussichtlos. Und warum da 20 Minuten rumfliegen? Den
Part zu übertrieben lang machen. Ich weiß nicht, vielleicht können wir ja sagen, eine Runde und dann gibst du auf. Oder zwei. Ich komme erst ran. Ich sehe dich schon fast. Genau. Erst mal gucken, wie lang das geht hier. Ja, zwei Runden machen wir auf jeden Fall, oder? Ja, gut. Zwei Runden können wir machen. Da hast du noch eine kleine Chance. Und dann checken wir mal den Knappheitsgrad aus. Ich sehe es nicht genau auf der Karte, wie weit du weg bist. Du bist halt mega weit weg. Oh, fast verpasst. Zählt für dich... Das sah so aus, als ob du hier dran bist, direkt. Zählt für dich ein Sieg durch Aufgeben eigentlich als ein richtiger Sieg, so? Jetzt in GTA Online oder allgemein? Allgemein, natürlich. Mal, du kannst ja nicht hier jetzt... Ja, ist halt ein Sieg, aber ist halt... Da habe ich nämlich mal... Ja gut, das ist eigentlich was anderes. Also ich habe mal Billard gespielt mit einer Dame. Und da ist es ja so, wenn der andere... Ich bin echt näher rangekommen. Wenn der andere die schwarze Kugel versenkt, hat er ja verloren. Ja. Ne? Und meine Meinung ist und war schon immer, wenn einer verliert, dann hat der andere gewonnen. Das macht Sinn. Ne? Und dann, Nein! Scheiß mich an. Und, und dann hat besagte Person halt tatsächlich felsfest behauptet und auch aggressiv, ich hätte nicht gewonnen. Sie hat zwar verloren, aber ich habe nicht gewonnen. Ja, okay. Na, ich so, hä? Und warum hat sie? Ja, weil sie halt eben die Schwarze versenkt hat und das ist zwar verlieren, aber so. nicht gewinnen. Sehr gut. Okay. Ja. Ja, und dann hat sie gesagt, der gewinnt. Nee, eben nicht. Also, schade. Der gewinnt nicht. Ja. Also sie hat drum geheult, oder was? Ja, so bockig halt, so voll dumm irgendwie. Also erst behauptest du, ich bin mega der Billardspieler. Ich seh dich, ich raste aus. Nein, Mann, ich geb nicht auf. Never ever. Schwester. Aber. Ever. Du verlierst. Du verlierst. Der ich hab verliert. Eben Checkpoint verpasst. Ey, das kann doch nicht sein. Du bist doch zweimal gestorben. Ich bin einmal gestorben und hab dann einen Checkpoint verpasst. Ja gut, ich habe einen Checkpoint verpasst. Oh. Ist aufholen oder was? Jetzt wäre ich fast. Ja, das. Ah, ich bin übrigens zweite Runde. Eventuell. Ach so, ja, die haben auch fast 6 Minuten, Alter. Für eine Runde? Ja. Crank. Und 4 Runden. Wir haben jetzt schon 18 Minuten, also. Ich würde sagen, 2 Runden kommen. Ja. Und wer dann vorne ist, wer auch immer das sein mag. Ja, weil sonst wird es extrem lang. Ist ja mega langweilig. Weil du halt nicht so gut fliegen kannst. Du, ich hab dich mal anstrengend. Wie gesagt, ich hab dich gleich, gell? Nein, aber da. Ich kann nicht mehr reden. Ich hab grad vorhin genuschelt. Ja, man ist es. Ja, ich hab grad auf der Karte geguckt und hab gesehen, scheiße, der ist echt, ne? Aber es geht. Aber dann es ist schon noch mal, ein Stück, so. Dann sag mir mal gleich, wann du über der Brücke da bist. Du siehst, welche ich meine gleich. Weil ich bin jetzt über der Brücke. Ach so, die große Brücke. Ja. Ja, ich seh dich schon. Scheiße. Aber er visiert dich noch nicht automatisch an. Gott sei Dank. Wäre ja mega unfair. Aber das wird nicht mehr lange dauern, bis er das tut. Ja, das wird er tun. Leg mal kurz den Controller zur Seite. Ja, oder? Ja, mach ich auch. Ich schwöre. Willst du ein bisschen Mais? Meine Schwester wettet übrigens mit mir, dass wenn ich nächstes Mal, wenn wir in eine Disco gehen, und ich eine Frau anspreche und sage, du bist irgendwie sterbenskrank und nur mein Sperma kann dich heilen. Irgendwie sowas soll ich sagen. Krieg ich 10 Cent von ihr. Cool. Machst du? Ich überleg's mir. Okay. Ich hab gedacht, ich erwähne es mal in einem Video, dass die Leute vielleicht noch sagen, okay, ich setze noch 10 Cent drauf oder so. Und wenn ich dann irgendwie so an 1-2 Mille rankomme, dann... Zählen nur Frauen ansprechen oder auch Kerle? Nee, ich glaube, das wäre bei einem Mann nicht ganz so cool. Weiß man nicht. Du willst nur, dass ich dich anspreche mit so einem Spruch? Nein! Weißt du noch damals, als wir uns kennenlernten? Ich hab ja echt gedacht, das stimmt, gell? Was? Und ich war echt krank zu dem Zeitpunkt. Und dann hab ich gedacht, boah, woher weiß der da? Machst du mich gerade nach? Nein. Warum sagst du sowas? Manchmal. Von mir bin ich Gewinner. Ein bisschen Konfetti. So, apropos, du kriegst mich. Apropos Gewinn. Ja, du bist schon in meinem Radar drin. Jetzt hier. Echt? Ja.
Leg mal langsamer. Ich kann nicht. Oh, knapp. Oh, ich habe wieder den Boden gestreift hier. Voll mies. Ah, jetzt kommt gleich die Stelle, wo ich den Checkpoint verpasst habe. Ja, verpasst den mal nochmal. Das wäre dann fair. This would be fair. Nö. Gut, ich finde halt dafür, dass jetzt die Strecke hier recht langweilig ist, der Gesprächsstoff ist nicht ganz so langweilig. Ja. Ja, es ist halt so und Luftrennen. Und es ist ja fast vorbei jetzt hier, komm. Zu zweit Luftrennen ist halt echt mega mies. Aber wenn da echt, ich will mal richtig mit sau vielen was machen. Ja, deswegen habe ich ja gedacht, vier Runden hier direkt und dann, wie gesagt, in dem letzten Ding kamen ja auch direkt sehr viele. Ja. Da dachte ich, die bleiben zumindest, beziehungsweise es folgen neue. Oh Gott. Ja. Was denn los? Meine Nase ist zu. Warum zielt er dich nicht an? Du bist viel zu. Ich sehe dich gar nicht, wenn ich zurückgucke. Hat auch da hinten. Vielleicht deinen Blickwinkel nicht weit eingestellt. Du bist mega klein. Ich schieße jetzt halt mal. Ich bin mega schnell. Hast du gerade den Schuss gehört? Nee, ich glaube, draußen war ja ein Schuss. Ich glaube, du hast den Schuss nicht gehört. Achso, du hast geschossen? Ich hab, ja. Achso, dann kam das aus dem Fernsehen. Ich dachte, draußen hat jemand geschossen. Oh, Baby. Was? Scheiße. Wichser. Der Checkpoint ist voll tief. Ey, jetzt habe ich verkackt. Der war dumm. Okay. Die eine, ich hab's gehört, ich hab's piepsen gehört, so halb, weil ich hab mein Fernseher da. Ja, der war auf gelb, Alter, ich hab jetzt mega auf dich gezielt und hab dann voll vergessen, tief zu fliegen, Alter. Warte, aber der Checkpoint, ich hab ihn, yay. Gut, das war ein normaler Checkpoint, das war eben dumm. Ja, wenn ich jetzt rausgehe, werde ich aber bestraft, Digga. Inwiefern bestraft? Man wird ja bestraft, dann kriegt man doch irgendwie Dingsabzug. XP-Abzug. Also kommt nein. Also viel Abzug halt. Das sagt er nein. Doch. Ja, aber ich kann jetzt nicht noch zwei Runden fliegen. Ja. Oder wir schneiden das dann. Aber ist auch dumm. Ja, keine Ahnung. Wie kann ich denn? Selbstmord? Ja, ich habe jetzt mit einem Startmenü halt. Achso. Ich kann gar nicht. Wie kann ich denn rausgehen? Ich weiß nicht, das geht doch irgendwie. Karte. Ich kann gar nicht rausgehen. Online? Ich kann nicht, Oder ich fliege das einfach auf Screen. Fertig. Ich hätte sowieso gewonnen eigentlich. Was? Weltrekord? 5,34? Also. Was? Schnellst runter. Also. Ich bin jetzt in der dritten. Klasse. Nein, da bin ich schon in der zweiten. Dann setze ich mir jetzt ein anderes Ziel. Ah, jetzt willst du mich die ganze töten. Ja, das ist naheliegend. Oder ich esse einfach einen Muffin. Ich könnte auch hier den Part wenden, weil ich spiele das in der nächsten. Gut, dann sorry dafür, aber sowas muss auch mal sein. Wäre jetzt echt dumm, wenn wir den Part zu lange machen und da fast nichts zeigen. Im nächsten Part machen wir dann auch wieder. Ja. Irgendwas. Ja, wahrscheinlich so dieses. Also Last Team Standing. Genau. Team Standing, Last, keine Ahnung. Okay, gut, dann war's das für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.